Weiter geht's mit Dead by Daylight No Perk Challenge mit unserem nächsten Opfer. Unsere lieben Kate. Fragt mich nicht, warum ich unser sagen wollte. Keine Ahnung. Ich hoffe, die kommt jetzt auch hierher und hilft mit. Dankeschön. Ich habe Angst, dass es irgendwer ist, der hier um die Ecke lauert. Die Geschwister da. Diese komischen da, die ihren kleinen Bruder da aus ihrer Brust schießen lassen kann, der da umherläuft. Die laufen weg. Also kann ich getrost den Gen fertig machen. Hoffentlich fertig machen. Wahrscheinlich nicht fertig machen, aber wenigstens im Haus. Ernsthaft? Wo trägt er sie hin? Kommt er wieder her? Irgendwie jein? Er hat mich doch gesehen. Die hat den nicht kaputt gemacht, ne? Ah! Geht und rettet! Bitte. Ich muss jetzt nur noch zu der kommen, damit die mich auch heilen kann. Lass mich dich doch heilen. Kannst du mich heilen? Dankeschön. Das ist sehr liebenswürdig von dir, Mac. So, erstmal ordentlich hinsetzen. Ja, mein Rücken tut immer noch weh. Das hat sich seit der Folge von Quentin nicht geändert. Dankeschön. Gab es hier nicht auch immer noch irgendwas? Eine Kiste, ein Totem? Den Heiligen Gral? Ein Gen? Nichts. Absolut nichts. Enttäuschend. Dann hole ich mir wenigstens die Kiste von da unten, wenn sie nicht schon irgendwer gemopst hat. Nein, sie ist noch da. Bitte lass mich einen Sunny-Kasten kriegen. Bitte, bitte. Hä? Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Es ist eine komisch animierte Holzlatte. Sunny-Kasten. Also das, was wir im Spiel finden, dürfen wir natürlich auch verwenden. Alles andere nicht. Also das, was wir vorm Spiel einstellen sollten, das nicht mehr. Also wir nehmen keine Perks mit, wir nehmen keine Opfergaben mit. Wir nehmen keine Items mit. Wir verwenden nur das, was wir auch wirklich hier haben. Und warum hatte ich schon wieder die, die sie vorhin auch hatte? Der, die, das. Das Killer. Ich weiß nicht, es sind ja mehrere. Ich weiß nicht, irgendwie holt die den Kleinen nie raus, ne? Huh? Das hat sich jetzt falsch angehört. Entschuldigung. Kann mal irgendwer die Tante da runterholen, bitte? Ach, komm schon. Ich schaff das noch. Ich schaff das. Ich krieg dich. Halte durch. Halte bitte durch. Ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch. Komm, 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 komm. Oh, holy shit, war das knapp. Oh.
Das war aber sowas von knapp. Knapper geht's nicht knapp. Erstmal tief durchatmen. Kick das Baby! Ja, von mir aus kann die herkommen. Ist in Ordnung. Das Baby hat mich verfehlt, also alles gut. Ich gehe wieder ganz nach hinten an den Jen. Ich habe mein gutes Werk, meine gute Tat für heute getan. Ich konnte sie noch retten in allerletzter Sekunde. Das war sehr schön. Kommt in meinen Kalender. So, den will ich jetzt fertig machen. Los. Jetzt sind wir alle wieder voll Leben. Full Life. So. Und ich sage sehr viel so, weil ich mir abgewöhnen wollte, so viel zu sagen. Aber irgendwie sage ich beides. Kick das Baby! Mach das ja nicht im Real Life nach. Wie das weggeplatzt ist, ne? Also, ich habe mich geirrt. Er holt das Kind doch raus. So. Weiter geht's. Hä? Oh, war die angeschlagen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ach nee, die ist jetzt tot. Verdammt. Aber immerhin konnte sie, dadurch, dass wir sie vorhin gerettet haben, noch eine ganze Menge Punkte sammeln. Und das ist echt gut. Hoffentlich Punkte sammeln. Aber warum da kein Antra hingelaufen ist, fragt mich nicht. Finde ich sehr fragwürdig. Aber was soll man machen? Wuhu, jetzt geht's aber rund hier. Entschuldigung, falls ich jetzt übersteuert habe. Ich habe mich gefreut. So, und die wird dann wahrscheinlich auf diese Hälfte der Karte kommen. So würde ich es jedenfalls machen. Dann brauchen wir hier noch einen Gen. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen finden irgendwo. Miau. Na 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 na. Und auf zum. Ja. Wieder sicher gerettet. Langsam. Okay, die retten wir dann auch. Hä, wo ist das? Wo ist denn hier dieser scheiß Ausgang? Holy shit. Dann machst du den Ausgang auf. Das ist sehr schön. Ich versuche den anderen aufzumachen und die anderen noch zu retten. Die lässt sie einfach liegen, ne? Ich mach für dich den Ausgang auf. Komm her. Du musst einfach herkrabbeln. Obwohl, ich weiß nicht, ist das die Mac, die liegt, oder war die Mac schon tot? Weil Macs haben ganz oft Adrenalin dabei. Das heißt, die würde gleich aufspringen. Nein. Ist mir egal, was passiert. Ich hole dich. Passt hier auf, oder was?
Komm hier lang. Immer neben mir laufen. Schön neben mir laufen. Komm, komm. Yay! Ich hab doch gesagt, wir machen das Tor auf und kriegen sie sogar noch gerettet. Das war sehr schön. Jetzt frage ich mich nur, ob die andere auch rausgekommen ist. Kommt das Baby hier? Kämpfe! Nein! Was? Jetzt ist. Wieso ist sie liegen? Oh, warum ist sie denn nicht gekrabbelt? Ach, Mann. Es ist. Das. Mann. Was? Ich möchte jetzt noch wissen, was passiert. Kannst du dich frei wiggeln? Sonst bist du tot. Das wäre nicht schön. Komm, komm, komm. Nein. Mann. Sie ist tot, oder? Nee, sie kann noch kämpfen. Hol sie runter, bitte. Hol sie runter und renn raus. Ihr habt nicht mehr so viel Zeit. Du musst sie runterholen und ihr müsst rennen. Runterholen, rennen. Rennen, rennen, rennen. Oh nein. Lasst euch nicht bespringen. Nicht bespringen lassen. Oh Gott sei Dank. Das war super. Alles klar. Mir hat Spaß gemacht. Heute sind wir endlich mal entkommen. Das war super. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend bzw. Tag. Bleibt gesund. Genießt das Wetter. Auch wenn ihr es für euch tut, draußen auf dem Balkon mit einem schönen Tee. Das werde ich dann auch noch machen. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Runde. Bis dahin. Ciao.